So, wir haben heute ein großes Thema. Ja, es geht darum, wenn du neue Wege gehen willst und über dich rauswachsen willst, ist es ganz wichtig, in dir selber ein Feuer zu entfachen. Und dieses Feuer, weißt du, dieses Feuer ist es, was Menschen dann auch inspirieren wird und faszinieren wird an dir. Es nützt nichts, wenn du nur irgendwas aufsetzt an Gestik oder vom Outfit richtest, weil Menschen sehen es, dass du nicht von innen überzeugst. Und deswegen möchte ich dir heute drei ganz wichtige Dinge an die Hand geben, wo du dich versuchst, die nächsten Tage mal dran zu arbeiten und du wirst sehen, dass du schon innerhalb weniger Tage ganz, ganz viel erreichen wirst. Der erste Punkt ist, und es wird dich jetzt wundern, dass ich das sage, ich möchte, dass du ab heute dich jeden Tag ein paar Minuten zurückziehst. Ich weiß, du hast Familie, ich weiß, du hast Job, du hast Alltag und ganz, ganz viele, viele Aufgaben, die zu bewältigen sind. Aber zieh dich ab heute systematisch zurück und denk darüber nach, welchen neuen Weg du gehen willst. Wo bist du stark? Wo sind deine Kräfte und Energien? Und wo willst du einfach Dinge, die in dir schlummern, noch nach außen tragen, in die Gesellschaft oder in ein System, das teilweise sehr, sehr in Schräglage momentan ist. So, dazu ist es wichtig, mach eine Liste. Schreib dir einfach systematisch auf, wo bist du gut, wo sind deine Stärken, wo sind deine Energien und deine Kräfte. Ja? Oder wenn dir es schwerfällt, frag andere Leute, frag deine Freunde oder stell dir vor, dass du jemand nahestehenden fragst und den fragst, was schätzt du an mir? Und das schreib auf. Und mit dieser Liste arbeitest du bitte ab heute jeden Tag. Lies die abends, lern sie auswendig, rezitiere sie, visualisiere sie, mal was dazu, egal. Also das Wichtige dabei ist, dass du versuchst, jeden Tag dich neu darauf einzurichten, auf diese neue Botschaft. Also das heißt, wir im Grunde genommen manipulieren wir ein bisschen unser Unterbewusstsein, indem wir jeden Tag eine neue Info überlagern. Und das braucht oft so, man sagt, 15 bis 20 Tage, bis das Ganze neu eingefüttert ist. Zweite Sache, das werde ich jetzt vielleicht wundern, und das ist auch nicht eine ganz einfache Sache. Zieh dich zurück vor Menschen oder Situationen, die dir nicht gut tun. Du wirst nämlich merken, und das ist leider immer so, in dem Moment, wenn jemand versucht, die Flügel auszubreiten oder zu wachsen, wird das Umfeld kein Interesse daran haben, dass du dich veränderst. Das heißt, vor allen Dingen auch deine nahestehenden Personen oder in der Familie oder im Bekanntenkreis, die werden sich A, teilweise zurückziehen, die werden teilweise dich kritisieren, die werden teilweise vieles von dem, was du machst, nicht gut finden. Aber da lässt du dich nicht von beirren. Und vor allen Dingen, bitte an dich, ja, schau ganz genau, welche Menschen wirklich dich auch batteriemäßig wegsaugen, ja? Die dich klammern oder dich halten wollen, weil sie dich als Batterie benutzen. Und du musst eins wissen, wenn du dich jetzt auf einen neuen Weg machst, brauchst du ganz, ganz viel Energie. Das ist so ähnlich wie mit einer Rakete, da sagt man, dass die ersten 5 Minuten von dieser Rakete, ja, die 80-90% der Energie brauchen. Also halte es oder sei achtsam mit deinen Energien und schau, dass du die für dich nützt. Und da entspringt auch der dritte Punkt raus. Guck bitte in Zukunft, was tut dir gut? Tu dir Gutes. Ja? Du kannst draußen im Wald joggen gehen, du kannst einen Sport machen, vor allen Dingen auch umgib dich mit Menschen, ja, wo du merkst, die geben dir Kraft. Und solche Menschen gibt es ganz einfach, die dich inspirieren, die gütig sind, wo die Wärme, ja, wo du spürst, da ist Wärme da oder Wohlwollen. Und mit diesen Menschen wirst du dich in Zukunft umgeben. So, und diese drei Dinge sind wichtig für diese nächsten Tage, an denen du übst. Schreib deine Liste, arbeite die bitte durch. Zweitens, guck drauf, was sind Menschen, die dir nicht gut tun, ja, und distanziere dich so gut du es kannst. Und drittens, such die Menschen auf oder die Situation, wo du weißt, die erfüllen dich und dein Herz. In dem Sinne wünsche ich euch eine gute Woche, eure Susanne Loray.